Smarte, tragbare Technik ist heute nichts Neues. In dieser Ausgabe werden wir Ihnen eine intelligente, luxuriöse Uhr von TAG Heuer und eine smarte Truckerjacke von Levi's vorstellen. Die neue Armbanduhr Connected Modular 45 von dem Schweizer Uhrenhersteller TAG Heuer ist super luxuriös und verfügt über 4000 einzigartige Konfigurationen. Darüber hinaus ist dieses Gerät mit einem Intel-Prozessor, GPS und Android 2.0 ausgestattet. Bei der Herstellung dieser Uhr wurde viel Wert auf die traditionelle Technik gelegt, auf die Liebe zum Detail und auf die ursprünglichen hohen Standards der Schweizer Uhrenmachkunst. Das erstaunliche Bildschirm ist wasserdicht und mit Android Pay ausgestattet. Die Preise beginnen bei 1.400 Dollar und im Oktober wird ein kleineres Unisex-Modell veröffentlicht. Samsung hat das neueste Galaxy Tab S3 vorgestellt. Dieses Gerät verfügt über einen 9,7 Zoll Super AMOLED Display mit einem satten 4:3 Format. Laut Samsung gibt das Tablet auch HDR-Inhalte wieder. Außerdem hat dieses Tablet auch eine präzise Stifteingabe zu bieten und verfügt über eine 13 Megapixel Hinter-, über eine 5 Megapixel Frontkamera und über ein Superschnellladungssystem. Das neue Tablet wird am 31. März auf dem Markt erscheinen und für rund 599 Pfund können Sie es jetzt bereits vorbestellen. Alle Vorbesteller erhalten eine kostenlose Tastatur. So sieht die Zukunft aus. Levi's und Google haben sich zusammengetan und eine smarte Jeansjacke geschaffen. Die sogenannte Commuter Trucker Jacket verfügt über eine berührungsempfindliche Manschette. Außerdem sind dünne Metallfäden in den Jeansstoff eingewebt. Durch Antippen und Streichen lässt sich so ein Smartphone bedienen, das via Bluetooth mit der smarten Jacke gekoppelt ist. Der Radfahrer muss nicht mehr das Telefon aus der Tasche zupfen, um einen Musiktitel zu überspringen oder ein Telefonat anzunehmen. Und kein leuchtender Bildschirm lenkt den Radler mehr ab. Die Batterie dieser Jacke hält etwa 2 Tage. Im Herbst wird man sich die Jacke für rund 350 Dollar kaufen können. Was halten Sie von diesen Neueinführungen? Ich bedanke mich für das Zusehen. Mein Name ist Jack Everett. Das war es für heute. Bis bald.